Und herzlich willkommen zurück zu so lassen wir noch Zelda Twilight Princess, dem letzten Part des Herzteile-Suchens. Zwei sind mir auf jeden Fall bekannt. Ja, doch, zwei auf jeden Fall. Okay, dann warpen wir uns erstmal zum einen. Was machen wir zuerst? Soll ich jetzt? Drei sind mir bekannt. Dann machen wir mal da, wo sie sich tummeln. Eins, zwei, drei. Sommer. Ach, das war doch auch. Okay. Okay. Da mal auf. Und zwar befindet sich. Da oben ist auch noch ein Geist. So, auf dem feurigen Pfade soll es noch einen Goron geben, der uns nach oben schleudert. Und dort soll es dann einen Herzteil geben. Ich hoffe mal, das klappt. Ach Leute. So. Einmal um die Ecke gegangen, dann passt das. Moin. Alles klar, vielen Dank, Mann. Hurra. So. Irgendwo soll hier jetzt noch so ein Goron sein. Da oben ist ein Geist. Ja. So, einmal in diese Richtung. Jawohl. So, wo genau? Hier? Hier hoch? Ist das richtig? Sieht zumindest nicht falsch aus. Hier so? Nee. Der da? Weiß der was? Hallo? Ja. Hilfreich wie eh und je, Mine. Wie soll denn das... Hä? Da drin? Fallen wir nur runter. So geht das ja nun nicht. Stimmt da hinten, aber... Kommen wir doch nie im Leben rüber. Genau das meine ich. Wir fallen runter. Weiter unten war nichts, ne? So ein Stein. Selber muss ja auch irgendwo graben. Das kann natürlich sein. Sicher bin ich mir da aber nicht. So, hier irgendwo mal eben gucken, wo es sicher ist zu laufen. Hier nichts. Stein. Thank you.
hier auch nicht. Auch nichts. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll das funktionieren? Hier drin, oder? Bezweifle es mal. Oh, doch. Sieht man mal. Hurray. Alles klar. Dann geht's jetzt zurück nach Kakariko. Kann ich mich da warpen? Tatsächlich. Ebene. Okay. Kann man alles überlegen. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal wieder ein Spiel machen. Spiele haben wir ja so unglaublich gern. Vor allem seit dem letzten Part. Ja, ich muss eigentlich einen Jungen. Kennst du eigentlich einen Jungen, der Ronas Halbstadt? Bestimmt ist er jetzt am westlichen Tor, ganz niedergeschlagen. Wenn doch nur einer dem Jungen mit Quellwasser übergießen will, damit er wieder zu Kräften kommt. Was meinst du? Wirst du es tun? Ja. Oh, wirklich, ich zähle auf dich. Quellwasser kühlt schnell ab und wird dann zu normalem Wasser. Also du solltest dich jetzt besser beeilen. Okay. Ach du Heiliger. Ja. Wo muss ich denn hin? Am westlichen Tor, also dort hinten. Ach, ich kenne die Problematik. Okay. Ja, ist okay. Ja, lass mich in Ruhe. Ja. Na toll, es werden immer mehr. Hurra. Ah, zwei. Ist ja super. Ich bin ja richtig Knorke. Ach, verdammt. Verdammt! Muss ja jetzt nochmal hinrennen. Ich hatte eigentlich was mitgebracht, aber das ist kaputt. Ah, jetzt muss ich wieder dahin. Oh. Verdammt! Du kommst bis hierhin gescheißert. Geh mal weg. Mein Gott. Leute, das ist ein Gurone, der ist müde. Dem ist das egal. Ach. Auf den letzten Meter natürlich. Ach. Meine Fresse. Naja. Was soll man machen, ne? Rum. Jo! Bist einen Meter gelaufen, plötzlich sehen dich Leute. Jo. Also nochmal. Quellwasser. Hilft ja auch nichts, wenn ich am Rand lang laufe, ne?
Ja, ja, der verfolgt mich jetzt. Oh nö, warum nehmen wir direkt zwei? Ja. Ja, komm. Ach, Mann! Gibt's doch nicht. Riesige Krise. Es ist also sowas. Habe ich noch nie erlebt, sowas. Mein Gott, Aber es sind nun mal Herzteile, für die muss man arbeiten. Und dadurch wird das alles ein bisschen komplizierter und ne, das gehört so. So ist das ja nicht, ne. Hallo? Hat sich die Fernbedienung abgemeldet? Sachen gibt's. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. So, der ist weg. Jetzt haben wir den blöden Vogel, richtig? Mistviecher! Dreckige! Mann! Warpen! Und dann nochmal nach Kakariko. Tut mir echt leid, aber das ist verdammt schwierig. Wenn das nur nicht alles so schwierig wäre. Ich frage mich nur, ob wir da Präventivmaßnahmen ergreifen können. Nur mal so eine Idee. Weil es ist ja keine Zeit. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen. Es ist ja keine Zeit gesagt. Also. Den haben wir da noch auf dem Weg. Den Honk. Krass. Geht noch einen Meter. Ja, komm.
Okay, was haben wir denn noch für einen Vogel? Schade. Okay, Präventivmaßnahmen ergreifen ist auch eine blöde Idee. Wir müssen da echt einfach durchrennen. Möglichst ohne dabei drauf zu gehen. Bitte finden Sie das Problem. Also möglichst ohne, dass uns dabei das Wasserding runterfällt. Versuchen wir es nochmal. Kann ja nur noch Stunden dauern. Ich weiß, ich höre mich unglaublich zuversichtlich an. Ich gehe jetzt mal hier rum. Blöde Viech. Aua. Slalom. Ah ja. Ja, ist klar. Was soll denn die Scheiße schon wieder hier? Fickt euch doch. Übertreibt doch mal nicht so. Alter. Alter, das ist doch... Also, bitte. Kann ich das Ding nämlich wegwerfen und bleibt es dann heile? Ne, kann ich wahrscheinlich nicht. Ich muss es ja abstellen dann. Ach. So, letzter Versuch. Ich werde jetzt aber vorsorglich. Trotzdem. Was da hin? Den Vogel. Den Vogel. Den Vogel. Den Vogel. War noch so ein Typ. Okay. Ach, alles andere ist egal. Nimm mal mit.
Hier kommen wahrscheinlich wieder gleich die Knupseldinger. Ja, leck mich! Ich glaube, das mit der Vorarbeit war trotzdem keine so schlechte Idee. Wir müssen das nur schneller machen. Ich rolle. Ein Versuch. Ansonsten mache ich es offscreen. Dann stellen wir das hinten an. Kriegst du die Motten, ey. Das ist unfassbar. Ach nee, jetzt gib mir um. Nein, nicht auf den Keks gehen jetzt. So. So, das war das Wichtigste. Nehmen wir mit. Schön, dass Epona da rumsteht, aber die können wir ja leider nicht benutzen. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Ansonsten laufe ich hier amok. Und bitte. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Wird uns fehlen dann genau 5 Sekunden oder so. Ja. Alles klar, wird hinten angestellt. Machen wir auf Screen. Warpen. Zählt das? Das ist halt wohl statt. Frag mich nämlich. Und dahin ist eh schon mal nicht schlecht. Ich mach das offscreen mit dem Kakoron da. Das ist doch schon ein scheiß Witz. Komm. Fällst vom Glauben ab. Jetzt wollte ich aber auch was Bestimmtes hier machen. Entschuldigung. Und zwar, genau das war es nicht. Ich glaube, wir müssen nach Süden und dann irgendwo hin. Ist ruhig hier. Ungewöhnlich. So, hier. Müsste nämlich auch noch etwas sein. So, auf der linken Seite hier bei uns. Und zwar dort unten.
wenn ich richtig liege. Natürlich extrem uncool, wenn jemand so ein Geraffel nur für ein paar Rubine veranstaltet. Aber man weiß ja nie. Mach mal auf. Ach, von der Seite. Ne? So, Daumen drücken. Ja, natürlich. Alles klar. Können wir uns auch warpen. Dahin, genau. Dann wird jetzt ein wenig geritzelt. So. Ja doch, da. Ja, ja. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Also, wir haben jetzt, wie viel? Eins. Wir kriegen gleich noch eins. Ich weiß, ein drittes. Das bedeutet, zwei müssen wir uns dann von der Wahrsagerin sagen lassen. Ich hoffe mal, es klappt. Also, eins können wir nicht bekommen, weil ich gerade zu blöd für Goron-Scheißzeug bin. Das andere kriegen wir jetzt gleich. Und zwei müssen wir erfragen. Das heißt, ich hoffe mal, dass die Wahrsagerin da mal gnädig ist und uns gleich den wichtigen Teil sagt. Oh, ich glaube, ich muss oben hin. Entschuldigung. Wenigstens die schöne Musik nochmal gehört. Hier oben lang. Ne, war es noch nicht. Es war nämlich hier drin. Bin mal gespannt, wie schlau wir sind. So. Frage aller Fragen, wie kriegen wir den Bock auf den Schalter? So. Halt! Halt! Aua! Ja. Ach! Komm! Stell dich nicht so an! So. Zack! Streitäxte! Schick! So! Jo, macht's noch besser! So. So. Ja, es war eins der beiden Tore. Das reicht aber leider noch nicht. Jetzt. Müsste man überlegen. Das geht übrigens auch noch schneller, fällt mir gerade ein. Keine große Wahl. Deshalb. So. Dann. Erstmal provisorisch so.
jetzt nochmal. Oh. Ja. Dann den vielleicht so. Auch da einen als Stopper und oh, ja. So, wenn ich den jetzt dahin packe. Ja, das war jetzt kacke, dass der andere mitgeflogen ist. Ach. Dann muss ich eben erstmal den darüber boxen. Und auch darüber boxen. Dann kann der dahin. Der passt da so. Oh, Eieiei. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Spontan würde ich erstmal den hier fit machen. Mal gucken, was uns dann noch übrig bleibt. Ja, das war doof. Obwohl, warte mal, wenn wir jetzt gehen. Den dahin. So. Ach, warum ist das doch so weit? Ach. Verdammte Axt. Wenn ich jetzt aber Mann! Deswegen ist es besser, wenn man es von Hand macht. Das ist doch scheiße. Ach, so ein Bockmist. Den dahin. 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 Den dahin. Daraufhin dann den weg. Irgendwie. Warte, das geht. So. So. Darf da aber nicht bleiben. Das ist nämlich so. So. Weg. Ja, ich bin auf einem guten Weg. So. So. So, ja, das funktioniert. So.
Haben wir jetzt beide? Ja, Gott sei Dank. So. Oh mein Gott. Drei Stück. Müssen die in einer Reihe aufstellen. Irgendwie. Bewegen sich auch gar nicht. Ne? Sekunde. So. Eins. Währenddessen. Den dahin. Den rüber. Den rüber. So. Bin ja schon fast einfacher als das von eben. Ja, wenn das nicht alles so scheiße wäre. Mein Gott. Willst du beide treffen und du triffst nicht beide und wenn du nur einen treffen willst, dann haut er beide weg, natürlich. So. So. Der sitzt. Halt. So. 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 Na also. Vielen lieben Dank. Noch drei Stück. So, jetzt fehlt uns noch einer vom Geronen und nochmal zwei. Hätte ich nicht gedacht, dass wir überhaupt mal so weit kommen. So, direkt mal warpen, bevor es dunkel wird. Schnell zur Wahrsagerin gehen und um Hilfe bei der Liebe bitten. Ich finde es schön, dass sie es hier eingebaut haben, dass man jemanden hat, der einem sagt, wo man Herzteile finden kann. Aber wir können auch gleich mal unser Geld ausgeben. Obwohl, nee, das wollte ich mir. Weil das sind ja eher gerade so Suchfolgen. Die sind dann irgendwie gesondert zum LP zu behandeln. Sobald wir dann vernünftig mit der Story weitermachen, werde ich dann hier auch mal eben was einkaufen gehen. So, hier muss ich glaube ich direkt runter, richtig? Na, Stoßtrupp. Agneta. Und hier ist die Wahrsagerin. Oder so ähnlich. Madame Fortune. Mit dem Chica-Symbol. Guten Tag.
Ah, willkommen bei Magikana. Wenn du willst, öffne ich die Tür zu deiner wahren Bestimmung. Willst du etwas über dein Schicksal erfahren, dann bist du hier genau richtig. Für 110 Rubine öffnet sich dir die Tür zu der eigenen Zukunft. Willst du sie durchstreiten? Ja. Welche Tür soll ich denn öffnen? Arbeit, Liebe, Liebe. Ich habe es vernommen, so werde ich dir Gestalt der Liebe zeigen, die du selbst noch nicht erkannt hast. Gut, es sei. Kalami, Kalama, so, so. Ja? Ja, also das Goron-Ding. Ist ja großartig. Sollen wir noch mal einen letzten Versuch wagen? Jetzt so zum Folgenende? Ich würde sagen, einen Versuch machen wir noch zum Folgenende. Wenn das nichts wird, dann weiß ich nicht, dann laufe ich Amok oder so. Ich, keine Ahnung. Es ist die pure Lächerlichkeit. Aua. Ich nehme schon 2 Stunden auf. Ich wollte nur 3 Folgen. Also ich wollte eigentlich 2 Stunden aufnehmen, aber nicht nur 3 Folgen. Das heißt, wir haben jetzt kurz vor 4 morgens. Wappen. Kakariko. Jo. Am besten spielt mir dann noch mein PC ab oder sowas. Das wäre es ja noch. So, ein letzter Versuch. Frage ist nur, ob wir jetzt vorher schon die Gegner ummetzeln oder ob wir das machen, wenn wir ihnen begegnen. So, es gibt. So, der musste weg. So, das war's. Und ab dafür. Warum so dramatische Musik? So, wir haben uns ja wenig Zeit jetzt für die Viecher genommen, von daher hoffe ich mal, das klappt. Du Mistvieh! Alles klar, ich würde sagen, damit ist es beschlossen. Ich mache das hier offscreen. Und beim nächsten Mal müssen wir mal schauen, was wir machen. Ich mache das jetzt gleich offscreen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.